Ja, da sind wir auch schon wieder zurück bei Need for Speed Hot Pursuit und wie versprochen gibt es jetzt hier erstmal die drei neuen Belohnungen, denn wir sind auf Level 5 auf den Petrol Man aufgestiegen. Glückwunsch, Officer, du wurdest befördert. Verhaftungen haben wir schon geschafft und sind jetzt Petrol Man. Ist aber jetzt auch noch nicht so was Besonderes. Erst Level 5. Ausrüstung verbessert. Straßensperre Stufe 3. Ho, ho, ho. Nicht schlecht. Ein Porsche Cayenne als Straßensperre. Eine Corvette Z06 für den Schnelleinsatz. Die leichteste aller Corvettes. Na, ob das stimmt? Hä, ich dachte, es gibt drei Belohnungen. Das verstehe ich jetzt aber nicht. Das ist gemein. Da standen drei Belohnungen. Wir haben nur die Straßensperre gekriegt und die Corvette gekriegt. Sonst nichts. Ja, und wir können mal hier. Hä? Turn the tables als Interceptor bei Nacht. Und jetzt steht hier allerdings: Achtung, der Verdächtige könnte äußerst riskante U-Turn-Manöver durchführen. Das heißt, er macht zwischendurch mal eine Drehung oder was? Was ist denn das? Tja, uns fehlt ja noch ein bisschen Geld. Ach, Begeld, sage ich schon, ein bisschen Kopfgeld. Dann können wir den Camaro SS freischalten und bald haben wir auch den 8C Competizione. Und für die anderen brauchen wir dann doch noch eine Weile. Und ich gehe einfach mal wieder auf den Challenger, der war gerade eigentlich gar nicht so schlecht. Der dürfte wahrscheinlich auch ein bisschen stabiler sein. Ach, und wir sind hier auf der Autobahn, genau um Punkt Mitternacht. Ja, da ist klar, auf so einer Autobahn, da macht man schon mal ein paar U-Turns. Wer hat das noch nicht gemacht, ne? Gegen den haben wir doch gar keine Chance. Also das ist teilweise ein Geisterfahrer, der die Spur wechselt und das bezeichnet ihr dann als U-Turn oder was? Hä? Wir kommen gar nicht hinterher. Nitro bringt ja auch nichts, weil unser Wagen eh schon auf Vollspeed ist. So, und ich warte mal auf ihn, um gleich die Nagelbänder auszuwerfen. Zack. Genau so war es geplant. Alle Einheiten, Freigabe für 1076 erteilt. Ich wiederhole, Freigabe für Nagelbänder, over. Na, der hängt immer hinter uns. Und der ist aber schon ein bisschen angeschlagen. Den haben wir gleich. Ach, das meine ich mit U-Turns. Der macht ehrlich U-Turns. Ich dachte, das ist hier eine feste Strecke. Aber ist es gar nicht. Der dreht einfach um. Und die Zeit läuft. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Ich hole mal eine Straßensperre. Und ein Heli. Alles hier volles Programm. Und noch ein Nagelband. Ah nein, jetzt hat er uns gerade das System gestört. Und wieder voll rein. Immer dann, wenn ich gerade ein Nagelband auslegen will, dann wechselt er die Spur. Aber jetzt haben wir ihn. Er ist reingefahren. Alter! Nicht, dass der uns ja gleich noch zerstört. Wie oft will er denn noch jetzt noch U-Turns machen?
Und ich habe nochmal eine Straßensperre gerufen. Die Zeit läuft, mein Gott. Jetzt oder nie. Also, haben wir es doch noch geschafft. Der war aber ganz schön hartnäckig. Da hat der ehrlich U-Turns gemacht, damit hätte ich irgendwie nicht gerechnet. Hatten wir sogar noch ein bisschen Luft. Ich glaube knapp 10 Sekunden, 12 Sekunden hatten wir noch Luft. Und eine neue Belohnung. Neue Einheit verfügbar. Ah. Die Autos will ich doch sehen. Da war gerade unser Lamborghini. Schnelleinsatz-Events jetzt. Events jetzt verfügbar. Und noch ein neues Fahrzeug. Ein Camaro SS, das ist der, den ich gerade meinte. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt direkt mal so einen Schnelleinsatz, ne? Wo gibt's den? Das ist ein Schnelleinsatz. Steig in den Porsche Panamera oder nutze die Geschwindigkeit des 911 GT 3 RS. Was haben wir hier sonst noch so? Nochmal ein Schnelleinsatz. Nee, da habe ich jetzt gerade keine Lust drauf. Eine Highway-Streife. Ach komm, dann machen wir erstmal hier diese Hot Pursuit Schnelleinsatzgeschichte. Und jetzt können wir hier den Panamera Turbo wählen. Na, der Porsche ist leider gesperrt. Was ist das denn für ein Polizeiauto, Alter? Noch 480.000 Kopfgeld zum Freischalten. Das scheint irgendwie ein spezielles zu sein. Und die sind alle in dem Event nicht verfügbar. Die haben wir aber sogar schon freigeschaltet scheinbar. Ja, dann bleibt uns ja nur der Panamera Turbo. Um 18 Uhr bei sonnigem Wetter wieder durch die Canyons. Zumindest sieht es immer auf den Bildern so aus. Speedlimit 35 Meilen. Ja, die haben wir ungefähr um das Zehnfache überschritten. Na, nicht ganz. Gegen einen Aston Martin. Ach, gegen gleich mehrere. Der Porsche Panamera hier mit seinem ausfahrbaren Spoiler. Und wir haben nur EMPs und Straßensperren. Soll uns aber nicht stören. So, den ersten haben wir sogar schon fast. Machen wir mal eine Straßensperre. Einer ist weg. Uiuiui. Nicht zu scharf einlenken hier. Alle Einheiten, wir messen einen Energieanstieg beim Verdächtigen. Seid vorsichtig. Das ist gar nicht so leicht hier dran zu bleiben. Die haben schon ordentlich Speed drauf. Freigabe für EMP-Einsatz. So, da haben wir den Porsche erwischt. Und eine Straßensperre hauen wir auch noch raus. Straßensperreneinheiten direkt vor uns. So, der Porsche ist hier weg. Da vorne fährt der eine echt so weit raus, ob wir den überhaupt noch kriegen. Dann verpasse ich dem jetzt mal ein EMP. Uiuiui. Na, ob das jetzt so klug war, hier lang zu fahren? Alle Einheiten, Straßensperre bereit. Erwarten weitere Anrufe.
Den wollte ich mir noch holen, weil jetzt können wir uns nämlich auf vorne konzentrieren. Und die rauschen rein, oder? Jawohl. So, da kommt der eine Trottel noch angefahren. Und er wählt natürlich die Abkürzung. Ich wusste es. Dann kriegt er jetzt mein EMP. In letztem Moment schafft er es noch. Dann haue ich mal die letzte Straßensperre raus. Wenn wir ihn nicht vorher schon kriegen, da haben wir ihn. Den Porsche 918 Spider. Und haut den anderen Porsche noch gleich mit, unseren Porsche Cayenne. Aber ordentlich gemeistert. Ich glaube 10 Kilometer oder so hatten wir hier noch Platz. Oder Luft nach oben. Und wieder eine neue Belohnung. Man kriegt hier wirklich viele Belohnungen. Das motiviert auch immer so ein bisschen direkt dran zu bleiben, weil man dann denkt, ach, ich kriege ja gleich noch ein Auto. Und noch ein Auto und noch ein Auto. Und jetzt haben wir hier schon einen Ford GT. Auch ein sehr heißer Feger. Der dürfte auch locker die 320 packen. Dann machen wir das hier noch. Ach, hier können wir mit unserem Lamborghini fahren. Dann kommt jetzt endlich der Moment. Und aus welchem Land kommt der jetzt? Granado ist mit 7100 verkauften Exemplaren der bisher erfolgreichste Lamborghini. Ich probiere das Zeichen zu erkennen. Ich frage mich, aus welchem Land der jetzt kommt. Ich glaube, es war wirklich Bolivien. Oder Chile oder so. Polizia Stradale. Keine Ahnung, welches Land das jetzt wirklich ist. Naja, wir fahren mal. 10 Uhr morgens. Schönes sonniges Wetter hier durch die Prärie von Seacrest County. Ja. Officer verfolgen einen grünen Lamborghini auf dem West Beach Freeway. Ach, noch ein Lamborghini. Lamborghini gegen Lamborghini. Verstanden, Officer. Interceptor-Unterstützung ist auf dem Weg zu eurer Position. Interceptor, mehrere EMP-Einheiten wurden bei dem Überfall gestohlen. Seid vorsichtig. Na toll. Sieht aber geil aus, finde ich, der Lamborghini hier von uns. Aber wir kommen im Moment nicht wirklich ran. Ist klar, wir haben ja eigentlich beide das identische Auto. Da hole ich mir erstmal eine Straßensperre. Straßensperren einhalten direkt vor euch in Stellung. Verdammt. Nein. Wir sind zwar dem EMP ausgewichen, aber ich habe mich auch gedreht. Das war jetzt nicht unbedingt das Klügste. Na, da müssen wir jetzt gucken, dass wir hier schnell wieder rankommen. Weil so viel Zeit haben wir gar nicht. Und die Nagelbänder bringen uns hier ja auch nichts, wenn wir hinter dem fahren. Und ich hole jetzt auch noch keine Straßensperre. Da warte ich lieber noch einen Moment. Wir kommen hier gerade so ein bisschen ran. Vielleicht kriegen wir den ja gleich noch. Auf maximaler Geschwindigkeit hier 335. Aber wir haben es geschafft, nochmal auszuweichen. Dann hole ich mir jetzt nochmal eine Straßensperre und fahre hier in das Auto rein. Einmal kurz geparkt. Aber die
weichen auch immer aus. Ich habe ihn zwar noch mit dem Nagelband jetzt erwischt, aber als ich wieder mit Vollspeed gekommen bin, ist er wieder ausgewichen. Aber das Gute ist, wenn wir hinter ihm fahren, kann er auch nicht sein EMP anwenden. Und jetzt haben wir ihn. Na komm schon. Alter, wir müssen ihn noch jetzt mal haben. Das gibt's doch nicht, wie viel hält er denn aus? Und die Zeit läuft, wir haben hier schon gerade das nicht mehr geschafft. Die 2:30 sind schon abgelaufen. Endlich! Na, das war aber ein fieser Kandidat. Verdächtiger wurde festgenommen. Bring ihn rein zur Formel. Toll, wieder nur Silber. Ich glaube, dafür gibt es keine Belohnungen. Ah doch, eine neue Belohnung. Und bald sind wir Level 6. Ausrüstung verbessert. Nagelband Stufe 2. Wir entwickeln die Zukunft der Geschwindigkeitskontrolle. Wir präsentieren den Shredder. 50% breiter, 30% länger, keine beweglichen Teile. In weniger als 5 Sekunden einsatzbereit. Jetzt an Bord aller SCPD-Interceptor-Einheiten. Nicht schlecht. Ja, und ich würde auch sagen, wir gucken dann mal in der nächsten Folge, was diese neuen Nagelbänder alles so drauf haben. Also bleibt dran, guckt auf meinen Kanal und schaut wieder bei der nächsten Folge da. Schaut wieder bei der nächsten Folge zu. Mein Gott. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.